Das ist der unlustigste, beschissene Prank, den es jemals gab. Hilfe! Nein! Revi hat ja eine komplette Überdosis Revi-Humor gerade versucht an den Tag zu bringen. Er hat mich im Turm eingesperrt und wollte mich töten. Ich weiß nicht, was ich wacker finde. Ist der Google, der mich 50 Millionen Mal in Among Us tötet für die Klicks? Oder Revi, der jetzt hier versucht, mich zu töten? Es geht mir nicht um die Klicks, es geht mir um meinen Geburtstag immer noch, Trimax. Das weißt du. Mm-mm. Doch. Ich fände es so lustig, wenn Max gleich dich einfach aus dem Nichts wegklatscht. Passiert nicht. Ist der so schlecht für? Okay. Och, Digga, was ist das denn hier, Alter? Was ich muss denn? Auch echt da bleiben. Jetzt bin Och, ich Digga, was jetzt. Ist das denn für eine Sch*** hier, Alter? Was willst du jetzt? Digga, ich bring was mich um. Los, ich schwöre, ich bring mich um, Alter. Ich bring mich um. Was soll denn? Das? Was soll das, Digga? Revi, rede mit uns. Nein, was soll das? Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Alter, was für eine Sch***, Alter. Oh, jetzt sag doch, was los ist, oder ich bin. Ja, Junge, komm doch in mein Haus, dann siehst du's, Mann. What the fuck? Ach so, meinst du jetzt von Chef Strobel das? Ja. Ja, ja, der hat das ganz stolz allen erzählt, dass der dein Haus da so zugepflastert hat und alles. Ich habe Chef Strobel schon vorgewarnt. Ich habe ihm gesagt, du bist jemand, der immer auf sowas sehr emotional reagiert und sprengt gleich sofort. Und da hat er gesagt, ja, soll er halt machen. Digga, der hätte ja wenigstens ein Bild von irgendeiner vernünftigen, wichtigen Persönlichkeit nehmen können. Von Merkel oder so, aber doch nicht von sich selber. Der baut sich eigentlich selber in Minecraft. Ja. Weird. Hat er es wirklich gemacht? Bro, jetzt ist mein Boden, ist jetzt einfach, mein Boden ist einfach Chef Strobel. Jetzt, what the fuck? Das ist der unlustigste, beschissene Prank, den es jemals gab. Ich kann dir helfen, das wieder wegzumachen, Revi, wenn ich die Item-Pranks behalten kann. Ich bräuchte ein paar. Nein, die bleiben hier. Wenn ich das bei dir gemacht hätte, Revi, hättest du sofort bei mir was gesprengt. Ja, ich finde, jetzt muss mal irgendwas von Chef Strobel glauben. Zum Beispiel seine Witch-Farm, die hier nicht funktioniert. Was ist, wenn wir den Kopf vom Melonen-Golem sprengen? Ja, das finde ich eine gute Idee. Revi, was? Warum mach ich repetiere dich einfach die Kürbisse hin? Was? Hey, Junge, du machst einen Kürbis-Melonen-Golem. Ja, Bro, ich werde ihn jetzt umbauen, weil du mein Haus angefasst hast. Ich werde deinen ganzen Golem jetzt Paluten umbauen. Dummer Fanboy. Geiler Paluten-Golem. Geiler Paluten einfach. Nein, ah. So, Romata, komm her. Einer dieser Hebel ist das große Glück und der andere nicht. Welchen zieht ihr? Was machst du jetzt? Ich würde jetzt den unteren drücken. Okay. Nee, ich drück den oberen. Okay. So. Seid ihr denn okay. An? Ja, Romar, das war der falsche. Das war der falsche Hebel. Passiert. Das wäre beim anderen passiert. Das gleiche. Ach so. Alter, oh mein Gott. Oh, Digga, ich krieg Schwindel davon. Let's go, mehr Zuschauer als Max. Leute, ich bin neue Nummer Uno. Was geht? Willkommen zu diesem geilen Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ciao. Wie viele Viewer hast du gerade? 10.000. 14. Loser. Let's go, mehr Viewer gehabt als Trimax. Let's go, Leute, let's go. Ich hab... vorher auch mehr Zuschauer gehabt als Max, weil ich gar nicht online war. Hilfe! Das zählt, ja, gut. Nein! Oh, Revi ist tot! Feel out of the world, das heißt, du hast all dein Stuff verloren. Er ist wahrscheinlich zur Enderman-Farm gegangen. Wollen wir ein Spiel spielen? Er ist einfach auf dem Weg zur Enderman-Farm gestorben. Wir spielen ein Spiel, wer ist pisst? Ihr dürft alle raten. All sein Stuff, schön, die komplette Netherite-Rüstung verloren. Und Elytra. Und Elytra. Also ganz ehrlich, Revi, an deiner Stelle würde ich jetzt einen ruhigen machen, fängst einfach Craft Attack 9 wieder richtig an und da lohnt sich das auch. Genau. Leute? Zahlt das zu sagen, das ist mein Spruch. Ich gehe offline. Sauber! Also, oh nein, wir bringen deine Sachen wieder. Digga, ich hab grad alles verloren. Ja, das ist kein Problem, wir kümmern uns drum, okay? Komm in 3 Wochen wieder online und wir haben das Ganze. Ich baue jetzt deinen Beacon mit der Hand ab, wenn du so weitermachst. Ich bin direkt daneben gespawnt. Hör auf, mich zu mobben, sonst mach ich den direkt kaputt. Digga, ich bin jetzt in einem dummen Loch gefangen. Ich hab nicht mal irgendwelche Items, Alter. Wenn du lachst, ich baue die Beacon ab. Wenn du lachst, ich baue die Beacon ab. Wenn wer lacht? Ich jetzt? Ja, einer lacht mich noch einmal aus. Das ist D-Times Beacon, lass ihn. Das ist D-Times Beacon, hä? Also, ja, baue ihn ab. Ja, bitte mach kaputt. Achtung, jetzt kommt ein geiles Play. Mann. Norman hat mir gerade geschrieben. Hallo? Hallo? Ja. Wo bist? Was passiert? Nix. Ein Bug. Ein Bug? Okay, warte, ja. Warte. Und du brauchst wahrscheinlich Stuff, oder? Kann ich dir was abkaufen? Ja, ich mach dir viel besseres Angebot. Sag mal, wo du bist. Ich bin am Spawn. Ich hab nichts, gar nichts mehr. Alles ist weg. Elytra, alles Bogen, Full Netherite, alles gone. Okay, warte. Ich bin gleich da. Aber alles Gute nachträglich nochmal. Danke dir, das ist sehr lieb. Also, ich habe ja hier ein bisschen Stuff, wie du siehst. Du hast gerade Stuff, ja. Du könntest ihn bekommen. Ja, aber was muss ich dafür machen? Du musst nur 3 Fragen beantworten. Ach du Sch***.
Digga, was passiert denn jetzt? Okay, die erste Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Was für blau? Zyan blau. Okay, Zyan, nice. Ja. Okay, da bekommst du schon mal das hier. Danke. Bin maximal okay, verwirrt, das checkst du schon, oder? Ja, ich auch. Digga, das sind bessere Sachen, als ich vorher hatte. Ich hatte vorher nur mit Müllverzauberung drauf. Wo hast du das her? Ja, hast das meinst einfach. Ja, was ist denn mit deinen Sachen? Ja, ich kann nackig rumlaufen, mir egal. Bist du dumm? Was machst du hier? Okay, Schwamm. Ja, alles gut. Okay, hier. Aber den Trident behalte ich noch. Hier hast du noch Raketen zum Wegfliegen. Hä, was hier. War das? Junge, was jetzt mit dir? Ja, weiß nicht, ich bring mich jetzt um oder so. Reapers kommt jetzt auch, genau. Reapers, Moin. Das ist Norman. Hi Norman. Norman hat, kennt ihr euch schon, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, Norman hat mich gerade gerettet und das fand ich sehr lieb. Und Norman will auch Trimax töten. Findest du, Trimax ist ein... Ja. Wo bin ich denn gespawnt? Ey, wo ist Kevin? Wo bist Kevin du gestorben? Wo bist du gestorben, Reapers? Ach Junge, wo? Unter Sparks Goldfarm. Hast du mein Zeug geholt, Rivi? Ja. Das mit dem Bogen trainierst du lieber nochmal. Ich versuche, Digga, ich weiß doch, dass du One-Hit bist, deshalb schieße ich extra neben dich. Das hast du alles im Inventar, Bro, Real Talk? Ach so, ja, doch, das ist meins. Ender-Chess hast du auch mit dabei, das hier. Ja. Aber das war's dann auch. Ja. Okay, dann danke, Jungs. Sehen uns. Ey, Junge. Warum kann ich noch nicht schlafen? Es ist noch nicht nachts draußen. Oh, jetzt geht's uns. Kann ich bei dir übernachten? Ja, ich hab noch ein Bett neben mir. Das ist Trimax sein Bett. Da kannst du gerne schlafen. Danke. Können wir noch eins für Normen machen? Ja, das Wolle in der Kiste bedient euch. Nee, ich baue von hier vorne einfach ab, von deinem Haus. Alles gut. Reeves, kannst du noch mal schnell aufstehen, mir Holz geben? Na klar, kein Problem. Ich leg mich dann hier hin, ja? So. Norman, stehst du bitte auf? Nein, ich bleib liegen. Norman, stehst du bitte auf? Okay. Auf dem Weg nach Hause könnt ihr euch auch ein bisschen Brot mitnehmen, ne? Vergesst es nicht. Wenn ihr ein bisschen Brot findet, dann bedient euch. Für ein Haus. Essenszeit, bedienen, hallo. Bedient euch. Es gibt ja eine extra Statistik, wie oft man Glocken geläutet hat, ne? Ich nehme hier was von dem Teppich mit auf die Betten. Ja, dann kein Problem, tschüss. Aber warte, kann ich hier noch ganz kurz die Decke, kann ich dir haben? Ey, aber nicht hier, wenn dann hier überm Bett, weil ich hab da ja jetzt... Hier, das hier kannst du dir auch rausnehmen. Weil hier kann ich ja eh nicht mehr nass werden, während ich schlafe, ne? Ja, stimmt. Gut, ciao. Kein Problem, ciao, ciao. Gute Heimfahrt, Jungs, noch, ne? Mach's gut. Ah, guck mal, da oben ist Trimax. Warte mal, komm. Sollen wir es jetzt machen einfach? Der ist wieder da. Ja, lass hin jetzt schnell. Meinst du, wir schaffen das? Weil er kommt da nicht raus. Lass mal zuschlagen jetzt. Oh, ich bin gefangen. Oh. Trimax Life was slain by Jochen Winzeit. Stark gespielt. Ey, aber voll nett von ihm, dass er Reapers jetzt seinen Stuff dorthin gelegt hat, oder? Warte, ich geh kurz bei ihm und sag das. Hallo? Hallo? Reaps, deine Sachen liegen in der Bienenfarm. Von Trimax seine Sachen? Das sind seine Sachen. Nee, er ist gestorben, Bro, das habe ich gesehen. Nein. Wieso killst du mich immer, wenn man mich gerade gar nicht killen darf? Warum? Okay. Ich muss genau die Nacht nutzen, deswegen darf auch niemand die Nacht skippen. Bist du sauer oder angepisst? Oder war okay? Man hat dich ja schon die ganze Zeit vorher kommen sehen. Das war hier ist ja alles aus Glas. Ja. War mal was, war unerwartet, war echt mal was Neues. Ich habe ja noch hier dein Schwert. Das ist noch von dir. Sehr gut. Mir fehlt noch viel, 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 viel mehr. Ich habe nicht so viel von dir, ich habe nur das Schwert von dir noch gehabt. Nee, du hast noch insgesamt mehr. Elytra habe ich von dir, ja. Die liegt hier. Ja, ich brauche jetzt nur ganz schnell die Nacht, weil ich brauche die Honigwaben, wenn du den ganzen Tag gebaut. Und ich baue die Honigwaben mit dir ab. Nee, das sind jetzt schon... Und das ist es, oh mein Gott. Ich hab nur jetzt gebaut. Sterben die. Die haben mich jetzt angegriffen. Ich baue nur Die drei Bienen, die mich gestochen haben, sterben jetzt. Ich habe gebaut, ich bin so dumm. Ja. Das waren die sie eigentlich immer fortpflanzen, die hast du jetzt gekillt. Das waren die drei einzigen. Akku. Yep. Die einzig drei fruchtbaren? Ja.